Tag Leute, Dwight hier. Ich weiß, dass DayZ in einer Gruppe oder auch mit Freunden am meisten Spaß macht, aber im heutigen Video habe ich mal ein paar Tipps für DayZ Solo-Spiele. Ich selber spiele relativ viel Solo und deshalb möchte ich mal meine Erfahrungen und meine Tipps mit euch teilen. Wenn meine Stimme heute ein bisschen anders klingt, es tut mir leid, denn ich bin ein wenig erkältet. Deswegen, ohne groß rumzulabern, würde ich sagen, wir fangen direkt an. Hier sind meine Tipps für DayZ Solo-Spiele. Nimm dir vor jeder Stadt mal so 1 bis 2 Minuten Zeit, um die Stadt vernünftig auszukundschaften. Achte dabei auf tote Zombies, Loot, der auf den Straßen rumliegt und Bewegungen vor allem. Denn tote Zombies und offenliegender Loot sind meistens ein Anzeichen dafür, dass Spieler in der Nähe sind. Guck dabei besonders auf Police Stations, Krankenhäuser und auf Militäranlagen, wenn diese in der Stadt vorhanden sind. Denn als Solospieler möchte man die anderen Spieler oder die anderen Squads immer zuerst sehen, denn man möchte nie zuerst gesehen werden, denn das kann sehr gerne mal ein Todesurteil sein. Wenn du eine Ortschaft oder eine Militäranlage betrittst, versuch so wenig Hinweise wie möglich auf dein Dasein zu hinterlassen. Heißt, erschieß Zombies nicht oder töte Zombies nicht, sperr sie am besten ein, renne am besten nicht über offene Straßen oder offene Plätze und tu erst recht nicht schießen. Denn denk dran, im Best-Case-Szenario siehst du die anderen Spieler zuerst und nicht sie dich. Versuch in Ortschaften so schnell wie möglich zu sein. Heißt schnell rein und schnell wieder raus. Denn je länger man in Ortschaften oder Militäranlagen ist, desto höher ist auch die Chance, auf andere Spieler oder andere Gruppen zu treffen. Wenn du mal ein Feuer machen musst, um etwas zu trocknen oder um etwas Essen zu kochen, nimm am besten Häuser, die am Stadtrand sind oder Häuser, die eher in der Pampa stehen. Denn am Stadtrand oder in der Pampa ist man unauffälliger, was Licht und Rauch angeht, als in einem Haus, was mitten in der Stadt steht. Vor allem in der Nacht ist das so, dass Lichter von Feuer oder Gaslampen Spieler anziehen wie die Mücken. Außerdem empfehle ich immer Häuser auszuwählen, die Filtertüren haben. Ich nenne das jetzt mal Filtertüren. Heißt quasi ein Haus, was 2 Türen hat bis zu dem Raum, wo du drin bist. Denn wenn dich jemand pusht, muss diese Person erst die erste Tür öffnen und dann die zweite Tür. Und das gibt dir diese paar Sekunden mehr Zeit zu reagieren und somit einen Encounter zu überleben, wenn du gepusht wirst. Um nochmal auf das Thema Kochen hinzukommen. Am besten guckst du, dass du immer einen Gaskocher dabei hast. Der Gaskocher wirft kaum Licht ab und ist dadurch deutlich unauffälliger als ein hellleuchtendes Feuer. Pass in Städten oder Militäranlagen ganz genau auf, wenn du schießt. Denn als Solospieler ist es einfacher, als man denkt, überrannt zu werden von Zombies. Manchmal kommen die einfach aus allen Ecken, das ist krank. Deshalb versucht in solchen Anlagen oder Ortschaften immer nur zu schießen, wenn ihr in einer sicheren Position seid. Wenn du eine Base bauen möchtest oder einen Ort haben möchtest, wo du deine Items lagern kannst, kann ich dir als Solospieler nur empfehlen, dich auf Loot Stashes und Nomadic Camps zu fokussieren. Denn eine richtige Base ist vor allem als Solospieler verdammt schwer zu verteidigen gegen Gruppen. Wenn du sehen willst, wie man ein Nomadic Camp baut, kannst du dir gerne mein Video dazu angucken. Wenn du doch etwas zumauern möchtest, dann fokussier dich auf Gebäude, wo man nur eine Mauer platzieren muss. Heißt Gebäude, die man mit einer Mauer zubekommt. Denn als Einzelspieler brauchst du wirklich keine Festung und diese kleinen zugebauten Häuser haben auch mal eine Chance, übersehen zu werden. Wenn du einem anderen Solospieler über den Weg läufst, versuch ihn mal anzureden. Vielleicht entsteht dadurch ja eine Partnerschaft in-game und ihr könnt zusammen die Hölle von Chernobyl oder von Livonia überleben. Tatsächlich sind wir schon wieder am Ende angekommen und ich wollte mich nochmal entschuldigen, falls ich ein bisschen anders klinge heute. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank. Hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos. Wenn du mehr Tipps hast, ob es jetzt für Solospieler ist oder andere Tipps, kannst du mir die gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich arbeite gerade auch an einem zweiten Part von Tipps in DayZ. Da habe ich ja mal vor einigen Wochen ein Video zu rausgebracht. Ich arbeite gerade am zweiten Teil davon. Deswegen, wenn du Tipps hast, hau die in die Kommentare. Ja, und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Das hilft wirklich. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Deswegen, haut raus.